Auto ist ein aus verschiedenen Biotech-Komponenten komponiertes Rennauto. Wir haben uns zum Ziel gemacht, möglichst viel Biomaterial in ein Auto zu bringen und haben uns dafür ein Rennauto ausgesucht, damit es auch gleich den Härtetest auf Nürburgring durchleben kann. Bio, die Silbe Bio hat natürlich so einen eingeschlafenen Birkenstock-Geruch, aber eigentlich ist es ja High-Tech, was da reinkommt. Viele denken immer, wenn sie unseren also Technologie nachwachsende Rohstoffe hören, dass wir durch einen Baumbestand kriechen und die Käfer zählen, jetzt ganz überspitzt gesagt. Im Endeffekt ist es das ja überhaupt nicht. Also gerade die Karosserieteile zum Beispiel sind das Spannende gewesen, weil die wurden von Hand gemacht. Es gab keine großen Maschinen, die die Abläufe bereits sozusagen serienmäßig haben. Von daher ist jedes Jahr was Spannendes. Wir haben jetzt schon drei verschiedene Bio-Concept-Autos gehabt. Aktuell fahren wir den Scirocco. Ich war selber noch nie bei einem Autorennen, bin auf jeden Fall gespannt, wie das so aussieht. Und es ist auch gut zu sehen, so, ob dieses Auto halt die Belastung aushält. Darum geht es ja im Grunde genommen. Zu sehen, ob unsere Materialien wirklich das halten, was sie versprechen. Die Teile des Instituts, die Biofaserteile, die wir benutzen, sind natürlich sehr wichtig. Erstmal beispielsweise der Spoiler ist natürlich für Aerodynamik wichtig, aber viel interessanter finde ich die Tatsache, dass sie halt sehr leicht sind. Ähnlich wie Kohlefaser. Wir haben den Motorhaube, die Türen, alles, was uns das Reglement erlaubt, ersetzen wir mit diesen Teilen und haben natürlich eine ziemliche Gewichtsersparnis. Das Auto hat auch vom Reglement, muss es ein Mindestgewicht haben, was wir tatsächlich dank der Teile spielend erreicht haben. Das Interessante ist, dass wir hier eigentlich etwas machen, was so auf den ersten Blick vom begrifflich gar nicht zusammengehört, so wie alkoholfrei und Bier oder eben Bio und Autorennfahren. Also auf jeden Fall ist es keine Zukunftstechnologie, die in 20 Jahren erst aus der Schublade geholt wird, sondern es wird heute angewendet und das können wir uns halt dann live angucken. Die Menschheit braucht Transport und von daher ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wenn man das möglichst nachhaltig, lange und einigermaßen Umständen entsprechend umweltschonend machen kann.